els ish ein kindvar, hab ish an der land in der nähe von Nashwalk, Minnesota gelebt. Ich würde immer lesen, weil meine Familie keinen Fernseher hatte. Für 2 Jahre haben wir keine Elektrizität gehabt. Es war verrückt. Alle die anderen Kinder haben nur Jagen und Onkel genossen, aber ich bin ein Liebhaber, nicht ein Killer. Also habe ich viele Bücher gelesen. Ich war meistens allein ohne Freundinnen, weil andere Kinder in der Nähe dumm waren. Meine Vorbilder sind Zeus, Tom Sawyer und besonders alle von The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das war mein Leben von 1 bis 14 Jahre. Nur lesen. Denn hat alles sich geändert, als ich 14 war und kaufte eine Bassgitarre. Meine 2 Schwestern haben sich umgezogen. Also ich und meine Mutti hatten genug Geld zu leben. Yay! Endlich haben wir konstant Elektrizität gehabt. Das war sehr gut, weil mein Bass elektrisch war. Ich war immer ein Musikmann und alle meine Energie ist von Leisenzeit zu Bassgitarrenpraxis gegangen. Ich habe Bassgitarre für eine lokale Kirche 2 Jahre gespielt. Das war verschwiegt, weil ich kein Gläubiger war und es war eine kleine Stadt. Das war mein Geheimnis, bis ich 20 Jahre alt war. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich mich nach Minneapolis umgezogen. Ich bin nie nach Nashville zurückgekommen. In Minneapolis, ich hatte kein Geld und ich habe alle meine Bassgitarre-Dinge verkauft. Dann habe ich genug Geld gehabt, wollte ich eine neue Bassgitarre zu kaufen. Aber ich habe ein Schlagzeug gekauft. Ich weiß nicht warum. Nach 6 Minuten war ich besser an dem Schlagzeug, als ich jemals an Bassgitarre war. Das Schlagzeug war meine nächsten 10 Jahre. Nach 10 Jahren war ich sehr gut am Schlagzeug, aber ich hatte kein Geld. Es war keine Überraschung. Also habe ich an der Uni angefangen. Als ich ein Kind war, habe ich nie gute Geschichtsbücher für Jungen gelesen. Also will ich schreiben.